Gott verdammt. Stark. Ouch. Stark, wir sind stark. Nein, sie haben das Pferd getötet. Das intelligenteste von Gottes Geschöpfen. Einer von denen hat eine Kerze. Hast du schon eine Kerze? Nö. Müssen wir die aussammeln? Ja klar, er steht da sammelt eine Ritualkerze. Dafür besteht keine Zeit. Verdammt! Die sind gut. Wollte ich gerade sagen. Nur weil die Messer gezogen haben. Ja. Was machst du denn da? Ich hab den Mann getötet. Ich war einfach nur so Schrei des Todes. Ich dachte, der geht auf dich los, der Typ, ey. Nee. Ah, da oben ist die Wahl, leck mich. Er hat sein Messer gezogen gehabt, ne? Ja, ich dachte, der geht auf dich los. Er ist genau auf mich zugekommen. Ich musste meine Ehefrau beschützen. Da denkst du, was so ein alter Mann mit einem Messer gegen mich ausrichten könnte. Ja, aber das geht doch nicht darum, ob der dir was tut, oder? Ich werde verhindern, dass der dir was tut. Der hätte deine Rüstung beschmutzen können. Ist doch egal, er war doch nur so ein alter Sack und seine Frau läuft jetzt amok. Ich hab so einen alten Mann umgebracht, Bruder Perry. Der kam direkt auf uns zu. Das ist nicht mal gelogen, ne? Ja, nicht so wie der Daniel, der einfach Wachen angreift, weil er die für böse hält. Genau. Das ist nie passiert. Wir reden auch nicht darüber. Es gibt auch keine Videobeweise davon. Ah! Jetzt wird er dich einholen. Oh Gott! Da kommen noch mehr! Oh Gott! Oh Gott! Renn doch nicht weg, du Pisser! Verpiss euch von mich! Ich brauche Heilung. Hat meiner gesagt. Oh Gott. Mach den kalt. Der ballert auf mich. Wie konnte das schon wieder so schief gehen? Da musste der Weg ist wieder den Tag retten, den komischen Pedo-Panda. Mein Gott. Warte. Du hast bei mir nur die. Du siehst aus, als würdest du die Axt gerade schwingen und läufst aus der Stelle. Ist ja nicht meine Axt, ey. Ja, oder Keule. Mittlere Teil. Du läufst ja voll auf der Stelle und hast die ganze Zeit deine Keule. Das ist verbuggt, da ist eine Teil. Die ist einfach vor dir umgekippt, ja, ich hab's gehört. Mein Gott. Ich will Musik, Daniel, unterhalten. Oh Mann. Die ist auch noch am Stöhnen. Und ich auch. Das ist das Thumbnail des Jahres. Und du auch noch mit deiner Pedo-Scheiße. Weißt du, wie das aussieht, ey? Das, ich weiß nicht, irgendeinem so dunklen, keine Ahnung, Keller, ey, wo die mit Leder und so am Peitschen sind. Ja. Das ist irgendein so Psychopath, der da Gitarre spielt, während die da gefoltert werden. Nimmst du dann auf, Daniel? Hä? Ja, ja. Ja, das muss. Das ist genial, okay, das reicht. Ich hatte genug. Das ist ein Gürtel, Daniel. Siehst du den Schädel? Ja. Da stecke ich jetzt meinen Penis durch, wenn ich pinkel. Warum rennt der weg? Oh Gott! Was zum Teufel? Ey! Nicht, dass die auf uns losgehen. Ich glaube, oh Gott! Hallo! Jetzt haut sie alle ab. Wie das aussah. So machen wir die Leute im PvP auffällig. Ja, als ob da noch nie einer drauf gekommen ist, ey.
Natürlich nicht. Ja, nur noch richtig umgedreht sein. Ja, ich sehe das halt. Ich weiß auch nicht, wie der das macht. Ich kann meinen Charakter nicht sehen, wenn ich. Oh ja, ja, jetzt war gerade. Mich jetzt ja, nicht mehr. Ich kann den Charakter gerade nicht sehen, das ist scheiße. Jetzt fliegst du. Jetzt fliegst du. Gleich springst du da runter, ich sehe das doch schon. Das wird dir doch gefallen, oder? Ja. Da kommt so eine Musik. Ist ja noch jemand? Ich höre irgendwie Schritte oder so. Was? Du hast den Geist dieses Throns erzürnt. Ich sitze mit dem Stuhl auf einem Stuhl, auf einem Skelett. Vor allem, wenn man bedenkt, wie ich aussehe, ne? Ja, du bist ein Pedo-Panda. Du musst Perversheit und Sklaverei über die Welt bringen. Fast. Ja, wenn ich jetzt noch hocken dabei könnte, sehr. Jetzt ist er zum Beispiel weg. Bei Fahrrad kannst du ja zum Beispiel alles abstellen. Ja, gib mir 20. Dein König verlangt 20 Liegestütze. Heute kann ich den nur zu deiner Belustigung machen. What? Was ist das denn für eine Sitzpose? Das sieht doch gut aus. Was machst du da? Du kniest, okay, du schwebst gerade nur auf dem Thron. Okay. Draw me like your French bitches. Los, küss mir die Füße. Ja, warte mal. Okay. Meine Aufmachung macht immer mehr Sinn. Ja, warum kann man nicht einfach einen Spieler irgendwie ansprechen, ja, und den irgendwie so interagieren? Ja, sexuelle Belästigung. So also slash zum Kuss. Oh, gib ich mal einen French Kiss. Ja. Sieht aber echt aus ein bisschen wie Batman. Ja, das ist ein Gegner. What? Ja, ewiger Soldat. Wo? Ich kann ihn von hier aus sehen, dabei gucke ich gar nicht in die Richtung. Ach da. Das sind mehrere. Ja. Meinst du, die haben uns gesehen? Das ist nicht peinlich. Jetzt machen sie auf einmal Geräusche. Mom! Oh Gott. Gut, wieder einen Fertigkeitspunkt bekommen. Oh, sehr gut. Hat sich doch gelohnt. Ja. Er ist voll spät gemerkt, dass die überhaupt Gegner sind, aber... Wir waren beschäftigt in unserem Ehe-Dings. Ich mach ihr Ding da, ne? Machen nur Verheiratete. Ich wette, sie machen das, deine Eltern machen Hause bei. Ja. Und zwar nicht in dem Spiel, sondern auf öffentlichen Geländen. Was weiß ich. Wenn du nicht da bist, rasten die richtig aus. Und ich bin tot. Nein. Daniel, ich belebe dich wieder. Geil. Wurde durch einen Faustschlag getötet. Oh geil. Der steht einfach wieder auf. Wie so ein Vampir aus dem Sarg, ey. Ja. Oh, ich bin wach.